Ja, grüß euch, liebe Grillfreunde. Heute zum Wintergrillen bei minus 5 Grad. Und heute gibt's einen Rehrücken. Der Rehrücken ist unter einer Kruste von Schokolade und bunten Pfefferkörnern. Dafür brauchen wir einen Rehrücken, bunte Pfefferkörner, etwas Honig, Kakao, Zartbitterschokolade und dazu gibt's Apfelrotkohl mit Preiselbeeren. Das Ganze wird geräuchert auf meiner Kirschholzplanke. Die gibt's auf meiner Webseite mitch-barbecue.com. Zuallererst müssen wir jetzt die Silberhaut beim Rehrücken entfernen. Danach lösen wir die Rehrücken vom Knochen runter. Drehen uns den Rücken um, salzen ihn auf der Rückseite. Die Oberseite bestreichen wir mit Honig. Für die Kruste nehmen wir die Zartbitterschokolade, hacken diese in kleine Stücke. Gut, Pfefferkörner, die werden gemörsert, mit Kakaopulver gemischt, etwas Salz dazu, gut durchmengen. Und das Schokoladen-Pfeffergemisch über dem Rehrücken verteilen. Wichtig auch bei kalten Außentemperaturen, dass man genügend Brennstoff hat. Die Räucherplanke, die kurbeln wir uns jetzt an. Ungewässert, schließen den Deckel und warten, bis es räucht und knistert. Die Räucherplanken könnt ihr auch von beiden Seiten benutzen, bis sie euch auseinanderfallen. Und jetzt bereiten wir uns die indirekte Zone vor. Kirschholzplanke in die Mitte, die Kohlenkörbe links und rechts und platzieren jetzt das Fleisch darauf. Den Topf mit Apfelrotkohl stellen wir uns auf die direkte Zone. Kerntemperatur beim Fleisch, schönes Medium bei 55 Grad. Grilltemperatur ca. 150 bis 160 Grad. Und immer gleich mal probieren. Sehr lecker, hey. Guter Zart. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Weitere Rezepte, Tipps und Tricks rund ums Grillen findet ihr auf meiner Webseite mitch-barbecue.com oder auf meinen Kanälen von YouTube und Instagram. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Mitch.